Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit der 206. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Let's Roleplay Minecraft. Und ja, wir sind wieder hier im Berberdorf. Ich war gerade ein bisschen unterwegs, habe hier um den Bauernhof ein bisschen Wolle gefarmt, ein bisschen Getreide eingesammelt und ich dachte mir, wir gehen heute mal einfach wieder in die Mine. Und erkunden da ein bisschen ein Stück weiter, bauen da noch Sachen ab. Ich habe mir also extra Holz eingepackt, da muss ja auch noch ausdekoriert werden. Ein guter Teil. Und ja, ich habe heute schon aufgenommen die Folge Gute Zeilen, Schlechte Zeilen, die sich um, zack, jawohl, das Flatout Let's Play dreht oder damit beschäftigt mit den Kommentaren dazu. Die werde ich ja zusammen mit der Folge Minecraft heute Nacht rendern und morgen früh dann hochladen. Also das gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, und jetzt nutze ich einfach mal die Gelegenheit, eine Folge Minecraft vorzuproduzieren, die dann für den Mittwoch gedacht ist, dass ich mal ein bisschen Zeit hier rausschinde. Ja, ich musste leider feststellen, dass immer noch nicht alle die Folge 203 gesehen haben. Ja, da muss ich euch ein bisschen tadeln. Das ist eindeutig an den Viewzahlen zu sehen. Also viele haben zwar den ersten Teil gesehen, aber dann nicht die Folgeteile. Ja, ich meine, gut, so viel passiert da nicht, aber trotzdem, ne? Hinschauen. So, dann sind wir schon wieder hier unten und ich habe ja schon in verschiedene Richtungen weiter erkundet. Werde hier mal zack, zack, was rausklopfen. Na, oh yeah, hier haben wir es, hier geht's runter. Ach so, ja genau, den Teil hier werden wir noch mit Baumstämmen abstützen. Na, das muss ja gemacht werden, deswegen bin ich ja auch hier. So. So, da eine Fackel ran. Dann, da haben wir einen. Dann kommt da noch einer hin. So. Ja, dass das hier auch ein bisschen nach was aussieht. Hier hin setzen wir noch einen. So, der wird dann auch noch mit Fackeln dekoriert. Eigentlich müsste man hier in die Mitte auch noch einen reinsetzen. Suchen wir mal hier eine Stelle am Rand aus. Dass man das so ein wenig hier noch hinsetzt. Ups. Zack. Und dahin, dahin. Ah ja, genau, da werden wir mal einen schönen Querträger oben durchziehen. Dass das hier auch alles möglichst naja, nach was aussieht. Ist jetzt natürlich mit dem Gegenträger auf der anderen Seite ein bisschen schlecht. Zack, zack. Ja, ich höre auch im Hintergrund die Zombies hier röcheln. Da werden wir erstmal warten, bis da einer wirklich was macht. So. Und der kommt dann genau hier runter. Das ist nicht so schön, aber das können wir ja alles ändern. No. Jetzt haben wir hier Werkzeug dabei. Zack, 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 zack. Kommt er hier raus. So. Und dann schnappen wir uns die Spitzhacke. Schon sieht das Ganze hier ein bisschen anders aus. Ja, Spinne höre ich auch im Hintergrund. So weit, so gut. Ja, ich dachte mir mal wieder hier ein bisschen in eine Höhle gehen, durch die Mine toben. Ja, das klopfen wir hier auch noch weg. Oh, das.
allen doch wieder mal gut. Das hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Und mal sehen, was wir hier heute noch finden und entdecken. Und okay, mir kommt es allerdings in erster Linie darauf an, das hier auszubauen. So. Upsala. Oder vielmehr auszugestalten. Ja. Hier richtig schöne dicke Balken unter der Decke haben. Zack. Zack. Dazu müsste die Textur zwar eigentlich rundum gehen, aber genau, hier in die Ecke werden wir noch einen hinsetzen. Als Stützbalken. Ach, da ist er schon. So. Ja, da ich ja gut gerüstet bin, macht mir das hier erstmal relativ wenig aus. So, Fackeln dran. Und dann schauen wir mal, haben wir hier schon den ersten Stack Cobblestone fertig, den wir hier reinklopfen können. So. Ja. Ja, das kann sich doch hier schon halbwegs sehen lassen. Müssen wir hier hinten noch. Ach, mal schauen, ein bisschen. Na, ich denke mal, hier setzen wir uns noch einen hin. So. Na, was das da noch mal abgestützt ist. Und mal gehen wir dann von dem aus. Ja, genau, den ziehen wir mal bis oben durch. Und dann zack, zack. Ups, kommt der auch. Hier noch ran. Da noch ran und da noch ran. Der hier kommt dann wieder weg. Siddale. Ja, der, es ist Montagabend. Der Abonnenten-Event des Stoziopathen, der fällt leider aus. Und deswegen nutze ich einfach mal hier die Zeit und die Gelegenheit, einfach mal ein bisschen vorzuarbeiten, dass ich mal eine Folge in Reserve habe. Jetzt einfach hier für die nächsten beiden Tage. So, das wäre ja hier soweit schon mal ganz gut. Dann schauen wir mal, hier in die Richtung sind wir weiter marschiert, haben das hier weiter ausgebaut. Ach, und da unten haben wir ja das große Lava- und Obsidianfeld. Das ist natürlich interessant, das zu erschließen. Das heißt, da haben die Leute sicherlich hier das weggeklopft. So. Und dann also hier lang eine schöne Treppe gebaut. Dass man hier halbwegs heile runterkommt. Zack, zack, zack. Hier, zack, zack. So. Der kann weg. Der kann weg und ich arbeite die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand, was man ja eigentlich gar nicht machen soll. Aber soll hier erstmal so passen. Zack, da in die Ecke. Kommt auch noch einer hin. Und hier haben wir uns auch noch einen hin. So, kommt noch hier Fackel dran. Dass das auch alles schön beleuchtet wird. So. Was haben wir hier runter? Irgendwie muss ich ja dann auch noch die Bahnstrecke hier runterführen. Das kriegen wir noch hin. Habe ich Schönstein dabei, dass ich hier den Boden ein bisschen angleichen kann. Das nicht. Deswegen brauchen wir den da. Und die Bahnstrecke könnte man natürlich hier hinten herunterführen extra. Ach, siehst du, mit Schienen hätte ich mir noch einpacken können, sollen, dürfen. So, dann kommen wir nämlich hier auch schön raus. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier so eine kleine, zack,
da. Nutzen wir wieder die Gelegenheit, einen schönen Stützpfeiler hier in die Ecke zu klopfen. Fackel dran. So, hier wird noch was weggeklopft. Und ja, eigentlich hätte ich mir, wie gesagt, die Schienen von oben mitnehmen müssen. Das wird, glaube ich, nichts, wenn ich sie hier rumziehe. So. So. Komm ich hier runter, kann ich hier eine Booster Rail, da eine Booster Rail packen. Ja, und dann brauche ich halt noch Schönstein von oben. Den werde ich mir mal noch schnell holen, damit das hier richtig funktioniert. Tut mir leid, dass wir jetzt hier nochmal so, ja, Zeit verwenden, schwenden. Aber, ach genau, ich habe schönen Stoff für die Lücke jetzt. Und zwar habe ich wieder zwei Kanalempfehlungen. Auf den einen Kanal bin ich gestoßen, als ich schauen wir mal, ob wir Hübbelhüpf hier Schönstein haben. Nicht. Ist da im Ofen welcher? Nein, auch nicht. Hier in der Truhe ist auch keiner. Das heißt, wir müssen nach oben an die Öfen. Da ist nämlich welcher drin. Das weiß ich noch. Ja, Kanalempfehlungen. Ein Kanal, auf den ich gestoßen bin, ein Let's Player. Beim Wettbewerb oder bei der Vorstellung von Sprecherstimmen auf dem Kanal von Videoamt. Ich hatte ja schon davon erzählt. Und zwar ist das der Kanal Severin 123. Der hat sich da auch beworben und der hat eine richtig gute Stimme. Auch als Sprecher und vor allen Dingen ist sein Mikrofon, also die Ausrüstung, mit der er den Ton aufnimmt, die ist richtig gut. Man hört ihn also, versteht ihn richtig klar und keine Nebengeräusche, Top-Audio-Qualität. Und ja, er hat kein Minecraft-Let's Play am Start, sondern hat Limbo-Let's Play. Davon habe ich mir ein paar Folgen angesehen und da hat er mir dann auch richtig gut gefallen. Er ist auch ein bisschen so einer von der eher ruhigen Art, was ja an sich kein Nachteil ist oder was überhaupt kein Nachteil ist. Ne? Und hat jetzt noch am Start Deponia oder Deponia, wie immer man es aussprechen mag. Schienen hätte ich mir eigentlich noch gleich holen können. Ich Dumpfbaddel. Egal. ja, wie gesagt, hat eben außerdem noch Deponier am Start. Und ja, wie gesagt, ist eher ein bisschen ruhiger vom Kommentieren und vom Spielen her. Und ja, wer da zum Beispiel nicht so sehr auf Gronkh steht, dem ist er durchaus zu empfehlen. Ja. Und ja, hat schon 260 Abonnenten rund. Ist da also auch schon gut am Start. Außerdem Limbo Let's Play und Deponia hat er allerdings noch aktuell nichts am Start. Da kann man aber gespannt sein, was da noch kommt. Das wird mit Sicherheit interessant. Ja, komm, zack, zack. Zack, 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 zack. Dann machen wir es hier mal ein bisschen enger. Aber dann haben wir hier auch wieder, zack, Platz für eine Fackel. Dann haben wir hier einen schönen Weg. Da hinten kommen die Bahngleise rum. Die sehen wir dann hier wieder. Na, die müssen dann hier auch ein bisschen im Zickzack gehen. So, hier können wir noch ein bisschen wegmeißeln. Das Ganze kann ein bisschen niedriger sein. Hier muss ja nur das Minecart durch. So, hier setzen wir wieder
Zack, zack, Pfeiler hin mit Fackeln. Ja, also wie gesagt, ich bin sicher, das war von Severin 123 oder Verin, wenn er, wie er sich einfach selber nennt, noch einiges Gutes hören werden. Gerade wegen der Stimme. Wie gesagt, ist halt eine richtige erwachsene Stimme und er, wie gesagt, auch eher der ruhigere Let's Player oder ruhigere Spieler. Interessante Abwechslung einfach mal. Das wäre also die eine Empfehlung. Ja, schaut euch ruhig um auf dem Kanal von Videoamt bei den Videoantworten. Da hatte ich euch ja schon darauf hingewiesen, dass es da einige interessante Sachen gibt. Severin 123 ist eben eine davon. Und ein anderer Kanal, auf den ich rein zufällig gestoßen bin, als ich mal nach dem Begriff Showplay recherchiert habe bei YouTube. Auch eine sehr interessante Sache, auf die ich da gestoßen bin, ist der Kanal vom Tom Dotio. Links packe ich euch natürlich wieder in die Beschreibung. Der macht auch oder hat gemacht ein Let's Showplay Minecraft. Spielt sonst eher Aufbaustrategiespiele, so wie SimCity und Rollercoaster Tycoon und so eine Sachen. Und Sandbox-Spiele, und da ist natürlich Minecraft mit dabei. Der hat im Dezember auch ein Let's Showplay Minecraft hochgeladen, allerdings nur eine Folge. Aber ganz anders vom Konzept her als ich, ist auch einfach unabhängig von mir auf die Idee gekommen. Das ist eindeutig zu sehen, weil er es eben ganz anders macht. Und ich finde, da gehört noch ein Holzpfeiler hin. Der kann ruhig mal nicht ganz unten anfangen. Oder doch. So. Ja, wie gesagt, ist ganz eigen auf die Idee gekommen und setzt sie halt ganz anders um als ich. Er hatte ein normales Let's Play Minecraft und ein Let's Show Minecraft, die halt getrennt liefen. Wie bei so vielen. Und hat sich entschlossen, diese beiden Welten zusammenzupacken in ein Let's Showplay und in diesem Let's Showplay quasi eine Geschichte zu erzählen, so als ob er eine Adventure Map spielt. Richtig tolle Sache, hat mir richtig gut gefallen. Ist Österreicher, hat also einen leichten österreichischen Akzent, durchaus charmant, aber eben auch eine klare, gute, reife Stimme. Und ja, interessante Sache. Ich bin mal gespannt, ob es mit diesem, mit seinem Let's Showplay Minecraft da weitergeht. Oh, da hinten haben wir Redstone. Das ist natürlich jetzt alles hier überall ein bisschen schwierig, ranzukommen. So, hier unten ist ja nichts mehr. Das ist ja soweit okay. Dann schauen wir mal, wo wir. Zack, zack, hier nach oben hinkommen. Okay, das ist auch alles eigentlich schon bekanntes Terrain. Was haben wir hier? Tut sich nichts, nee. Ah ja, hier könnte man zum Beispiel schön auch eine Treppe wieder nach oben ansetzen. Beziehungsweise fast wäre das hier rüber bequemer. Das Ganze soll ja nicht allzu verwickelt aussehen, dass man sich hier schon halbwegs zurechtfindet. So, hier knallen wir mal noch Stufen rein. Ja, hier dann kommt dann wieder das Minecart lang, das wäre schon mal eine Sache. Ja, und hier bitte sich einfach an, hier zack, gerade runter zu gehen. Das ist ja fast zwangsmäßig. Hier. Das hier läuft so und zack, zack, so Söderle. Dann sind wir ja hier schon unten auf der Ebene, wo die Lava fließt. Mal gucken, dass wir diese
Mal hier auch abdecken. Mal sehen, ob ich hier den Baumstamm reinsetzen kann, ohne dass er Feuer fängt. Sieht so aus. Jedenfalls erstmal. So, auch da kommen wieder Fackeln ran, weil ja jetzt hier die Lava zur Beleuchtung fehlt. Und, ja. Okay, da haben wir noch Redstone. Und hier könnte ich endlich mal wieder meinen Wassereimer einsetzen. Aber erstmal werde ich noch einen Happen essen. So, zack. Und hier hinten auch. Dass man dann also auch zum Beispiel gepflegt an den Redstone rankommt. Na, wir wollen ja hier auch ein bisschen was rausholen aus der Mine. Zack, so. Das haben wir, das haben wir. Wo muss noch so ein Holzbalken hin? Eigentlich müsste der hier ja auch mal wieder so ein Querträger hier rein gezogen werden. Das machen wir mal hier. So, 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 so. Ja, das war das Gewölbe hier so ein bisschen. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Also einmal alles wieder weg. Zack, 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 zack. Und eine Reihe hier weggenommen. Beziehungsweise hier können wir gleich mal das ein bisschen rausziehen. Haben wir dann auch noch Redstone entdeckt. Ist doch wunderbar. So. Hier die Kante weggenommen. Und zack, zack, hier den Redstone abgeholt. So, und wir wollen immer noch einfach mal die Höhe hier. Komm, zack, zack, einfach das Holz da reingeklopft. Schließlich habe ich es ja extra dafür mitgenommen. So, auch wenn ich damit hier ein bisschen verschwenderisch umgehe. Das soll es alles nicht. Soll uns alles nicht stören. So, zack, hier. Oh, da haben wir Erde. Okay. Eigentlich müsste man den ja hier richtig hochziehen. So, zack, dann können wir nochmal hier Fackel dran. Das hat doch schon mal was. Ja, dann kann man auch noch verzweigen. So, hier oben hin. Jawohl, komme ich ja hier einfach auf der anderen Seite wieder runter. Ja, und schauen wir mal, was wir hier. Kommen wir dann auf die andere Seite. Ah ja, hier habe ich Lava mal abgebaut, mit Eimern mitgenommen, ne? Deswegen. Aber hier. So, und zack, alles schön abgelöscht. Da hinten geht es noch weiter. Stöbern wir mal ein bisschen. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Diamanten. Oder sowas. Oder anderes. Schaufel sollte ich mir jetzt greifen. Ich habe mir sicherheitshalber als Reserve auch noch eine Steinschaufel mit eingepackt. So. Na, da scheint aber leider nichts zu sein. Okay. Södala, zack, hier haben wir wieder genau den Teil, wo es nach oben geht. Schauen wir mal, wo wir noch Stützbalken reinsetzen. Hier gehört einer hin, finde ich. Also hier so in die Ecke, kleiner. Oh, mit Fackel dran. Wo geht's denn da hin? Das möchte ich doch gleich dann auch mal erkunden.
Ach ja, zack, da ist er schon. Dich habe ich doch die ganze Zeit gehört. Kann das sein? Oh, da sehe ich Redstone oder Eisen. Schauen wir mal, das wird doch sicher interessant. Zack, zack. Zack, zack. So. Oh ja. Das sieht doch mal interessant aus. Jede Menge Eisenerz. Komm, machen wir hier mal ein bisschen Licht, dass man was sieht. Ach, das ist doch schön, dass ich hier auch nochmal Eisen abbauen kann. Das gefällt mir doch. So, zücken wir gleich die Spitzhacke. Zack, da schaut sich hier die Erde. Holen wir noch weg. Hm, wie viel gibt es da noch oben? Hm, nicht. Mehr als genug. So, und dann klopfen wir hier fleißig alles weg. Das sieht ja auch interessant aus, wie das hier so zerklüftet ist mit relativ vielen einzelnen Blöcken. Ja. So, dann zack, 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 zack. Ja, Themen habe ich jetzt sonst weiter nicht vorbereitet, weil das ja eigentlich eine relativ kurze Folge sein oder werden sollte. So, hier ist nichts mehr zu sehen, das ist gut so. Ja, hier wäre noch Erde wegzuklopfen. Da haben wir schon lange nichts mehr abgebaut. Oh ja, schön, schön, schön. Zack, okay. Und dann füllen wir das hier mal mit Cleanstone einfach mal ein bisschen auf. So, zack. Ja, hier Fackel hin. Dann das Eisen da oben noch aus der Decke rausgeholt. So. Also Eisenerz viel mehr. So, von dem Skelett lassen wir uns nicht großartig irritieren. Sondern schauen hier mal weiter, was es gibt. Oh, guckt euch das mal an, wie zerklüftet das hier ist. Das ist wie gesagt... Aha, da haben wir noch Lava, Wasser, huiuiui. Ach. Ja, das ist jetzt eine Sache mit dem Random Mobs Mod, ne? Da sind die Creeper auch mal braun und können sich wunderbar hier tarnen. Was bin ich froh, dass der mich nicht gesehen hat. Aber gespürt hat er mich. Ja, bin ich auch einfach mal froh, dass ich da nicht den Felsen so weggeklopft habe. Gut, hätte ich den Creeper gleich mit der Spitzhacke weiter bearbeiten können, aber... Weiß nicht, ob das so erfolgreich gewesen wäre. Es ist doch immer wieder für eine Überraschung gut, dieses Minecraft. No. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass diese Chunks ja doch relativ alt sind. Die sind halt irgendwann in der, weiß nicht, 1.3, 1.4, 1.5 oder sowas größenordnungsmäßig generiert worden. Und trotzdem findet man hier so tolle Ecken, so tolle Höhlen, das finde ich mal wieder richtig klasse. Oh, da ist auch noch Gravel. Schön. Machen wir hier alle mal ein bisschen die Wände glatt. War das ein Enderman, was ich da gehört habe? Wer bist du denn für einer? Ach, noch ein Creeperfuß. Nee, den Gravel möchte ich schon selber abbauen. Ha? Ja, haben wir ihn doch gelegt. Muss man aufpassen, dass da nicht von oben noch so ein Bursche runterplumpst. Zack, machen wir mal Licht. Och Mensch, hier kommen wir noch schön...
viel Gravel abbauen. Ich habe ja vor, noch viele, viele Wege zu bauen, ne? Und dafür brauche ich Gravel. Ja, oder Kies oder Geröll oder Gravel oder wie immer man das Zeug nennen mag. Deswegen nehme ich das gerne mit, wenn ich es hier unter Tage anfinde. Ja, häufig ist es halt auch so, dass an den Ecken dieser Gravel- und Erddepots unterirdisch, unter Tage, so, das muss ich sagen, dass man da eben auch nochmal Ressourcen findet, also Eisen, Kohle oder andere Erze. Mal sehen, ob das hier auch der Fall ist. Ich hätte mir Dynamit mitnehmen sollen, um diesen Erdklotz hier rauszusprengen. Das wäre allemal besser, als den hier mit der Schaufel abzubauen. Aber egal, schauen wir mal, was sich hier so ergibt, was wir hier ausgraben. Ich stelle euch mal, zack, ein bisschen Licht mit hin. Ja. Und schließlich müssen wir die Kiste im Minecart ja auch voll kriegen. So, zack, 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 zack. Alles hier eingesammelt, was nicht nied- und nagelfest ist. So. Hübbelihüpf. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass ich nicht ganz den Rückweg hier verliere. So, dass ich mich wieder verlaufe. So, und zack, okay. Gut, hier unten ist dann aber nichts mehr. Das ist dann soweit auch gut so. War doch nochmal ein netter, kleiner, Entschuldigung, Ausflug. So, ich gönne mir hier nochmal ein kurzes Päuschen, kümmere mich um meine Stimme und dann geht's gleich weiter. Söderle, da bin ich wieder. Ja, großes Thema ist mir jetzt in der Pause auch nicht eingefallen, aber doch, ich habe mich halt am Wochenende viel mit neuen Ideen beschäftigt, jetzt nicht für Minecraft, hoppala, sondern, okay, auch für andere Sachen. So, gehen wir mal zurück zum Minecart, damit ich die Strecke nochmal in Erinnerung habe. Genau hier durch war das. Ah, da können wir doch gleich das hier mal ein bisschen aufklopfen, damit das eben auch als Durchgang erkennbarer ist. Ja. So. Und dann haben wir hier genug Zeug, um es ins Minecart reinzupacken. Cobblestone, Mönchen, Alzack, Gravel. Alles schön dabei. Dort noch ein bisschen eingesammelt. Hier noch mehr Cobblestone. Da soll soweit erstmal sein. Ach, Stüfchen könnte ich mir wieder einpacken. Denn zack, zack. Ja, wenn ich mir hier den Abzweig nach unten erhalten will, müssen wir das hier ein bisschen wegklopfen. So, dann kann ich nämlich zack, 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 da die Stufen hinsetzen. Und dann geht's hier runter und kann ich hier noch? Ja, kann ich noch. Hier auch noch ein bisschen wegnehmen. Dann zack, 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 auch da noch die Stufen hinzusetzen. So, das Ganze stützen wir am besten da nochmal mit einem Pfeiler ab. Da nehmen wir, nutzen wir auch schön den Überhang. Dann kann hier zack eine Fackel hin. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch einer hin. Den setzen wir mal
Hier hin, ja, der kann ruhig frei stehen, sollte aber nicht oben in der Erde stecken. Das heißt, hopp, kommen wir da hin. Ja, da zimmern wir uns mal. Zack, zack. Klein, fein und elegant. Eine Felsendecke rein. So. So, verbraten wir hier unseren schönen Stein. Damit das hier nach was aussieht. So, ja, das gefällt mir. Das sieht schön aus. Zack, hier Fackel ran, da Fackel ran. Jo, guti. So, da können wir dann noch Erde rausholen. Das sieht doch gut aus. Und dann schauen wir mal, was sich so hier in die Richtung weitergibt. Hier waren wir ja schon. Das war ja, was sich Erde und Gravel, was man da noch holen konnte. Ach, und da haben wir Kohle. Sehr schön. Nehme ich doch immer wieder gerne mit. Jedes Stück. Ja, und die Vorbereitung für den, oder die Arbeiten für den Marathon, die waren natürlich aufwendig. Ihr habt das Ganze natürlich schon gesehen. Ich musste halt einfach nochmal kurz durch alle Folgen durchgucken, dieses Mal, weil halt eben die Videobeschreibung nicht mehr so dabei ist. Da schlägt das neue Layout von YouTube zu. Ja, das ist ein bisschen schade. Da hat man also doch echt einen Verlust dabei an, ja, Benutzerfreundlichkeit einfach. Ja. Ich hoffe mal und ich gehe mal einfach davon aus, dass das neue Layout, sprich Cosmic Panda, natürlich auch weiterentwickelt wird. Oh, das ist ja auch interessant, dass man da nach oben kann. Das wäre natürlich eine Sache. Zack, 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 dass man da noch mal eine Treppe hinbaut. So. Nicht zu viel Schönstein verballern dafür. So, so. Und den Rest klopfen wir hier aus dem Vollen. Da haben wir doch noch mal richtig schön was zu entdecken. Hehe, freut mich. Kohle noch mal, sehr schön. Huch. Ja, okay. Dann müsste die Lilith, der hier mit weg. Das war also hier. Können wir auch noch ein Holzpfeiler in diese brüchige Wand da reinsetzen, dass wir dann auch wieder Platz haben, wo wir ein paar Fackeln ranhängen können. So, dass das Ganze hier unten einfach auch ein bisschen schön aussieht. Na, nach Mine, in der wirklich Leute arbeiten und nicht nur Minecrafter sich tummeln. So, dann mache ich mich hier noch über die Kohle her. Sicherheit eine Weile durch. Ist ja eine Diamantaxt, eine schöne Spitzhacke natürlich. Was rede ich denn da? Na, es ist schon wieder spät am Abend. So, haben wir hier einfach noch Fackel rein. Das eingesammelt. Sehr schön. So, hier haben wir auch noch Kohle. Die holen wir uns. Alles muss mit, alles muss raus hier. Ja. Oh, das sind mal hier richtig schöne große Flöze. Man hat vielleicht manchmal das Gefühl, dass die erst in
ja, mit 1.8 oder sowas gekommen sind oder mit der Vollversion. Aber wie gesagt, das hier sind Chunks, die sind noch mit der 1.3 oder sowas gemacht worden, entstanden. Und man sieht, hier gibt es trotzdem reichlich Material und Erze rauszuholen. Also das Gefühl, dass Minecraft leichter geworden ist, trügt einen, glaube ich, so ein bisschen mit den neuen Welten, dass da einfach, ups, mehr Ressourcen drin sind. Upsala. Ach, okay. Ist ja mal nett. So, gehen wir mal trotzdem mal hier oben weiter. Zack, setzen dann wieder hier ein bisschen Stein rein. Und wo geht's dahin? Machen wir auch mal zu. Gucken wir uns hier weiter um. So. Lange Zeit keine Monster mehr gehört. Und schon lugt der Creeper um die Ecke. Das wäre jetzt was. So, zack. Zack. Ja, Zombie ist nicht so schlimm, aber. Aha. Arbeite mich hier wieder nach oben eigentlich statt nach unten, aber okay. Ist halt die Höhle, so ist er halt gebaut und ich will hier einfach mal dem Wasserlauf folgen, um den dicht zu machen. Ach, und da hinten haben wir noch schön Eisen. Das sieht doch mal interessant aus, wenn ich denn hier hochkommen würde. So, hübli hüpf. Oh, der Wasserfluss scheint aber von ganz weit oben zu kommen. Die Lava versuche ich mir einfach mal mit dem. Boah. Na komm schon, hüpf hier hoch, Junge. So. So, jetzt habe ich hier einen sicheren Stand. Jetzt kann ich mir hier, zack, die Lava rausholen. Und die fließt dann auch ab. Deswegen war es ja hier auch so hell. Da müssen wir dann noch aufpassen. Halleluja, guckt euch das an. Da geht es noch nach oben weiter. Da haben wir das Wasser. Was wir einfach mal. Mann, das ist ja hier groß genug, dass ein Enderman spawnen könnte. So, das Wasser werden wir hier einfach mal so. Zack, kommen wir da hoch. Ja. So einsperren. Kann ich es bei Bedarf immer noch abgraben. Ja. Oder wieder freilassen oder irgendwas anderes damit machen, ne? Was das Herz begehrt. So, hier haben wir. Okay, hier haben wir nichts mehr. Joi, Leute, guckt euch das mal an. Das ist ja hier. So, dann kann ich nämlich auch gleich von hier oben an das Eisen ran. Oh, schön, schön, schön. So. Hübbli hüpf, das nehmen wir hier. Alles mit. Mal wieder richtig hier auf Beutezug aus. Da oben haben wir noch. Zack. Oh, ja, da sind schön. Schön, schön, schön viel Eisenerz. Nehmen wir alles mit, lassen wir nichts liegen hier. Wo man ja eigentlich in so eine Mine. Rohstoffe wieder reinbauen müsste. Ja, aber die Leute hier arbeiten halt gründlich. So, ich werde mir jetzt hier noch den Gravel unter den Nagel reißen. Ja, wie gesagt, ich gebrauche den ja auch und so. Zum Wegebau und mal sehen, ob wir da noch was finden, was sich da vielleicht hinter dem Gravel verbirgt. So.
So, dann sehen wir zu, dass wir hier hochkommen. Da setzen wir mal eine Fackel hin. Dann wird es hier auch wieder hell. So, da ist nicht viel. So, auf geht's hier. Zack. Ja, Transportraum haben wir ja dank des Minecarts genug. Ja, selbst wenn ich hier also die Taschen voll habe, ich hätte Dynamit mitnehmen sollen, damit ich hier die Erde wegsprengen kann. Die braucht noch keiner. Davon habe ich ja nun wirklich mehr als genug rumzuliegen. Müssen wir mal gucken, ob wir nicht so ein richtig schönes Terraforming-Projekt irgendwo startet. Dass man mal die ganze Erde so verbraucht. So, zack. Lava ist weg. Zack, kommt hier auch noch eine Fackel hin. So. Dann schauen wir uns mal weiter um. Da oben ist noch Kohle. Meine Fresse, meine Fresse. Ah! Das wäre ja fast in die Hose gegangen. Da wäre ich ja fast runtergeplumpst. Gut, wenn auch nicht allzu tief, aber bequemer kommt man auf diesem Weg hier runter. Ach, und ich glaube hier unten. Oh! Ach, hier haben wir den Spawner! Ist ja toll. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den mal wiederfinden. So. Dann können wir hier auch gleich die Kisten mitnehmen. Ja. Das ist ja mal was. Ja. Da unten habe ich auch die Redstone-Markierung. Ach, was machst du denn hier? Ach komm. Kommt der denn her? Ach Mensch, das ist ja toll, dass ich den jetzt hier mal wiedergefunden habe. Das ist ja klasse. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, als wir den entdeckt haben, aber ich habe die Aufnahme dann abgebrochen, weil ich hier also nicht mehr rausgefunden habe, trotz der Redstone-Markierung. Und ja, habe mich dann einfach knallhart nach oben durchgegraben. Direkt nach oben, um wieder nach Hause zu finden. Aber jetzt habe ich doch hier lang noch einen anderen Zugang zu dem Spawner hier. Das finde ich mal richtig gut. Ja, bauen wir hier den Weg auch noch schön aus. Wenn das tatsächlich der Weg ist, über den ich hergekommen bin. Mal so zu sagen, aber ups, hier oben haben wir Eisen in der Ecke. Ups, da oben hat sich was bewegt. Das ist jetzt die Frage, wie bin ich hierher gekommen? Nicht, dass ich mich, ups, jetzt schon wieder verlaufen habe. Denn hier unten ist natürlich nix. Kassensack. Hey, nee, Leute, sagt jetzt nicht, dass ich mich schon wieder verlaufen habe. So, in die Richtung ist nix. Bin ich von da oben gekommen? Nee, das glaube ich nicht. Oder bin ich. Nee, hier von hier unten bin ich nicht gekommen, denn hier liegt ja der Redstone, der wäre mir früher aufgefallen. Das gibt's doch nicht. Aber von hier bin ich auch nicht gekommen. Hier ist alles
So viele schöne Rohstoffe. Ich will sie alle. Und hier ist aber auch dann zu Ende. Okay, dann esse ich erstmal noch was. Södala. Zack, zack, zack. Ja, es kommt davon, wenn man kein Thema vorbereitet hat, dann sitzt man da. Wenn man in die Höhle reingeht. Zack, zack, zack. Ja, ich habe noch ein paar Bücher zum Beispiel, die ich mit euch besprechen möchte oder euch vorstellen möchte einfach. Aber da will ich mich halt auch ein bisschen drauf vorbereiten. Mir einfach vorher ein paar Gedanken und Stichpunkte machen, dass ich dann halt auch weiß, was ich da rede. Ja, ansonsten habe ich halt momentan einfach nichts auf der Pfanne als Thema. Jirks, nee, ach, mein Gott. Es ist doch... Wie komme ich jetzt hier nur wieder raus? Also sowohl hier aus, aus der Höhle, als auch... Ach, nee. Also komme ich hier nach oben. Jirks, und komm wieder runter. Ja, er kommt auch wieder runter. Na, mal runterkommen ist ja nicht die schlechteste Idee. So. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder. Gottes Willen. Ach ja, und ach, da haben wir noch ein Skelett. Komm her, Knochenkalli. Das sieht ja nochmal interessant aus hier. Die Spitzhacke geht so langsam zur Neige. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ach. So, haben wir auch noch einen Creeper umgelegt. Och, und so viel. Och, Kohle, Kohle, Kohle. Da setze ich mir gleich meine Fackel hin. Damit ich die nachher nicht übersehe. Da ist auch noch Eisen. Okay, machen wir hier erstmal. Ach, da kann natürlich wieder was Schönes von oben kommen. So, zack, zack. So, Kohle nehmen wir auch einfach mal glatt mit. Ich kann da einfach nicht widerstehen, Leute. Kann da einfach nicht widerstehen. Ne? ja, ich hau halt alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist, wird mitgenommen. Ja, so, komm hier, hier, zack, zack. Damit haben wir es hier aber auch. Schön. So, bump, bump. Das noch weg, das noch weg, das noch weg. Hier eingesammelt. Jawohl, Platz haben wir also noch im Inventar. So. Denn was da unten zu sehen ist, das interessiert mich ja auch mal. Also jetzt weniger der Zombie. Zum Beispiel. Auf. Zack, zack, zack. Den Wasserfall. Machen wir hier mal wieder. Komm, den lassen wir hier so runterplumpsen. Dann kriegt der da sein Becken. Und dann was machen wir hier mit Erde. Einfach mal fix. Dass der einfach wieder. Richtig fließt, ne? Oder vielmehr schön fließt. So. Eieieiei, da geht's noch weiter. okay, gut. Spitzhacke ist eh gleich hin. Die werden wir hier noch abbauen und dann mache ich mich wirklich auf den Weg nach Hause wieder. Ja, und dann
Beenden wir die Folge hier auch. Gipsgeräusche, zack, zack, zack. Zombies in der Nähe. Ach, okay. Schädlich gemacht. Hier kann man noch Gravel raushauen, solange die Schaufel mitmacht. Ja, immer dran denken, ich habe ja das Minecart, mit dem ich das Material hier noch wegtransportieren kann. Zack, so, dann haben wir hier schon gleich als Ersatz mit dabei. Steinschaufel. Und wer sagt's denn? No, immer mal wieder hinter solchen Gravelinseln findet man Kohle oder Eisen. No. So, zack, 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 hier. Komm, da kommt noch eine Fackel hin. Allzu viele haben wir ja nicht mehr. Schön viel Gravel eingesammelt für den Wegebau. Denn wir haben ja einige neue Gebiete zu erschließen. Beziehungsweise es gibt ja noch an anderen Stellen viel zu tun. Was zum Beispiel eben den Wegebau angeht. Boah, ist hier viel Kohle, Alter. Das ist ja mal richtig lecker. So. Alles raus, alles raus, alles muss mit. Ja, ich denke da zum Beispiel an Ecken, wo wir schon lange nicht mehr waren. Zum Beispiel des Dutchman's Diner und Sushi Island. Da ist ja noch einiges zu tun, eben zum Beispiel Minecart-Strecke dahin bauen und natürlich auch das Ganze wegemäßig zu erschließen. Da brauchen wir natürlich Gravel. So, hier den Durchgang noch freigeklopft. Oh, Spinny. So. Das war's. So, vorletzte Fackel. Ich glaube, das ist hier eine Sackgasse, da hinten kommt dann nicht mehr viel. Ja, ist okay. So, dann können wir hier unsere letzte Fackel platzieren. Ja, und dann soll es das für heute, zumindest für diese Tour, gewesen sein, wollte ich gerade sagen. Wenn ich hier noch nicht noch die Kohle entdeckt hatte. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. So. Hier auch noch richtig ausgeräumt bis in die letzte Ecke hinein. Und ich wollte hier schon wieder eine Fackel hinsetzen. Gut, klar, ich könnte mir jetzt natürlich welche craften, aber. Ach, haben wir wieder einen Knochenkalli. Sehen wir zu, dass wir hier wieder nach Hause kommen, beziehungsweise wir haben ja noch Platz im Inventory und eine Schaufel da. Steinschaufel muss sowieso hier abgenutzt werden. Was kann man dann hier gleich okay. Ich glaube, zack. Machen wir uns einfach mal nochmal ein paar Fackeln. Zumindest um hier ein bisschen reinzugucken.
Och. Okay, das ist ja. Das hält sich hier noch in Grenzen. Sehr schön. So. Holen wir also hier noch den Gravel raus. Ja, was zum Beispiel eben auch noch. Ja, Minecart-streckenmäßig ist ja noch eine ganze Menge zu tun. Ne? Hier das Diner und. Na. Ah ja, okay, jetzt müssten wir zusehen, dass wir hier die Fackel, die Schaufel wirklich verbauen. Dann kommt der Gravel gleich in den freigewordenen Slot hier rein. Das passt dann also. Wir sind dann also wirklich hier randvoll. Komisch immer, wenn man den Platz braucht, den Werkzeug einnimmt, bevor es kaputt geht, hält es besonders lange durch. So, schwuppdiwupp. Und jetzt aber im gestreckten Galopp möchte ich fast sagen. Ach. Plumps, da wäre doch fast runtergefallen. Bursche, das tust du mir doch nicht an, ha? Braver Creeper. Ach, hey. Was soll das denn? Wo haben wir der Skelettbogenschütze her? Ach, da! Hinterrücks. Und da hinten ist noch einer. Na, sowas. Das mag ich aber gar nicht. Und da hinten ist noch mehr Kohle. Ich komme hier nicht raus. Ach nee, Leute. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. Und zack. Ja, komm, du wirst auch noch verpflegt. Zwop, zwop. So. Ja, für die Spinnenseite haben wir schon keinen Platz mehr. Es ist an der Zeit. Na? Ach. Ja, ich konnte es nicht lassen. Und zack, 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 zack. Hier haben wir noch ein Happen Essen. Das Spinnenauge. Haben wir was, was wir dafür wegschmeißen können? Ja, das Rottenfleisch. Aber schöne Beute gemacht. Na, ein Stack Eisen, Kohle, Gravel jede Menge rausgeholt. Ist doch ein Ausflug, mit dem wir zufrieden sein können. Wenn wir denn jetzt wieder nach Hause finden, aber. Ha, klug vorgebaut. Da steht unser Minecart. Das beladen wir einfach mal hier mit dem ganzen Krempel. Na, dafür haben wir uns die Systematik hier schließlich ausgedacht. So. Ja. Ah ja, Kohle. Zack. Zack. Kann da auch noch rein. Dann schwupp, schieben wir es einfach an. Das Ding fährt jetzt von alleine nach oben. Das haben wir ja schon mal alles getestet. Dann wollen wir mal sehen, welche Tageszeit oben überhaupt ist. Nicht, dass wir oben in der Nacht rauskommen. Hops. So, ach ja. Wo man hier oben dann schon fast da ist und man sieht das Tageslicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da haben wir es. Schwupp, sind wir noch glatt. Heile rausgekommen und ihr seht, zack, 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 hier, was mein Card steht hier, ne? Hier habe ich den Dispenser für den Brockenbrecher schon voll gefüllt mit Cobblestone. Jawohl, haben wir es doch soweit. Ja, und mit diesem glücklichen Moment, ich suche mir noch eine schöne Aussicht hier mit der Windmühle im Hintergrund, machen wir das doch mal. So, genau, mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich von euch. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.